Heute besuche ich die Fischauktionshalle. Hallo Emily, ich bin der Carsten und ich zeige dir heute die Fischauktionshalle. Schön, dass du da bist. Ist das hier ein Restaurant? Nein, das ist kein Restaurant. Aber das erkläre ich dir, wenn ich dir die Fischauktionshalle zeige. Das sieht hier aber aus wie ein Restaurant. Ja, wir haben hier heute auch eine große Veranstaltung. Dafür ist die Fischauktionshalle ja auch da. Wir haben hier ganz viele große Firmen feiern und haben hier Platz bis zu 4000 Personen. Und was für Feiern sind das? Meistens sind es Firmen, die etwas Besonderes feiern. Zum Beispiel Jubiläen oder Feste, bei denen sich die Gäste einfach nur mal in einer schönen Atmosphäre treffen möchten. Und das Essen macht ihr auch? Ja klar. Heute haben wir zum Beispiel unser traditionelles Grünkohlschlemmerfest. Aber wir bieten auch Menüs an mit Hummer und Sushi. Lecker. Die Tische stehen hier immer so? Nein, natürlich nicht. Für jede Veranstaltung stellen wir die Tische extra auf. Wenn zum Beispiel nur 250 Gäste hier sind, sieht die Halle ganz anders aus. Aber heute Abend erwarten wir mehr als 1500 Gäste. Hier oben sieht es aber auch schön aus. Ja, guck mal da raus. Das ist auch der Grund, warum hier so viele feiern wollen. Wir sind ja auch hier direkt an der Elbe und diese Atmosphäre findest du nirgendwo sonst. Stimmt. Was für eine Bühne ist das denn? Heute treten zum Beispiel Klaus und Klaus und ein Shanty-Chor auf. Aber bei anderen Veranstaltungen haben wir auch mal klassische Konzerte. Warum macht ihr hier raus eigentlich kein Restaurant? Das wäre eine gute Idee, aber es wäre ja mal schade, wenn wir dieses schöne Gebäude nicht für alle zur Verfügung stellen könnten. Aber wir haben ja sonntags den Fischmarkt, bei dem die Gäste dort oben ranschen können. Emily, wie gefällt dir denn unsere Fischauktionshalle? Die ist klasse. Naja, weil du heute Abend nicht dabei sein kannst, weil es ja sehr spät wird, schlage ich vor, wir probieren den Grünkohl jetzt schon einmal. Guten Appetit. Guten Appetit.